Hallo liebe Lego-Freunde, willkommen bei HW Bricks. Ich bin der Holger und heute habe ich für euch hier die beiden Chinese New Year Sets für 2023. Die chinesisches Neujahr-Festival haben wir ja jetzt die letzten Jahre immer so 1, 2, 3 Sets bekommen. Auch dieses Jahr wieder. Da haben wir hier die Nummer 80110 und hier die Nummer 80111. Das hier seht unweigerlich zwei so schöne Display-Sets. Deswegen heißt das Set auch einfach Lunar New Year Display. Zumindest im englischen Original. Der deutsche Setname, Moment, schauen wir auch gleich. Mond-Neujahrs-Deko. Besteht aus, ohne Momento, 872 Teilen und kostet 79,99. Besonderheit bei diesen chinesischen Sets, die gibt es in der Regel nur bei Lego direkt, sind also exklusiv. Das ist aber immerhin besser, als dass sie gar nicht offiziell in Europa verkauft werden, weil das war ja mit den ersten zwei Sets so der Fall. Das dritte nachher, dieses Drachenbootrennen, ist ja dann nachträglich noch in Europa auf den Markt gekommen und auch in den USA. Ich fand das sehr gut, weil mir gefallen diese Sets persönlich alle sehr, sehr gut. Wie denkt ihr darüber? Schreibt es natürlich auch wieder in die Kommentare. Das zweite Set hier, die Set Nummer 80111, wie gesagt, besteht aus 1653 Teilen, ist also fast doppelt so groß von der Teileanzahl her. Der Preisunterschied ist allerdings gering. Das Set hier, wie gesagt, 80 Euro, das Set hier 100 Euro. Dementsprechend Preis-Leistung, wenn man nur die Teileanzahl nimmt, das definitiv besser. Auch wer Figuren haben will, wird natürlich bei dem Set hier weit, weit besser bedient, weil hier sind gar keine Figuren dabei. Bei dem hier direkt 18 Stück. 18 Minifiguren. Hammer. Wenn wir jetzt da von der normalen Minifiguren-Serie ausgehen, wo eine Figur 4 Euro kostet, wenn wir das jetzt mal 18 mal 4, dann wären wir schon bei 72 Euro. Weil die Figuren haben auch alle ordentlich Zubehör dabei. Alleine jetzt hier mal diese Figur. Schaut noch mal, was da für Teile extra noch dabei sind. Okay, das geht natürlich zugunsten der Teilenummer, der Teileanzahl. Brauchen wir gar nicht so weit diskutieren. Trotzdem, das ist definitiv in meinen Augen der bessere Deal. Da brauchen wir jetzt nicht lange drüber überlegen. Wobei optisch finde ich das Set hier auch wirklich, wirklich gelungen. Und was vielleicht auch den Preisunterschied in irgendeiner Form gerechtfertigt sind, dass hier sehr, sehr viele große Teile drin sind. Wie zum Beispiel diese 4x8er Platten, da seht ihr, da sind bei jedem Ding schon einmal 8 Stück drunter verbaut und das zieht sich auch noch wen weiter fort und hier sind dann doch sehr, 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 sehr viele kleine Teile verbaut. Also, aber trotzdem würde ich sagen, das ist definitiv der bessere Deal. Ja, bei dem Display-Set hier, da gibt es halt eben keine Funktion, logischerweise, ist nur zum Hinstellen und Anschauen. Der Zusammenbau hat allerdings auch, finde ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also mir zumindest. Allerdings ist das, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Regel immer der Fall. Mir macht der Zusammenbau einfach Spaß. Egal, was es ist. Lego ist da in der Beziehung einfach kommod zum Bauen. Da braucht man nicht viel drüber nachdenken. Die Anleitungen sind super. Und das macht ja auch bei diesen beiden Sets wieder mal keine Ausnahme. Dementsprechend, wer sich entspannen will, baut Lego. Ist einfach so. So, schieben wir das mal kurz auf die Seite. Schauen wir uns mal jetzt das zweite Set ein bisschen genauer an. Das heißt halt eben die Lunar New Year Parade, also Mond-Neujahrs-Parade. Und die Wagen haben alle eine Funktion. Wenn ich den schiebe, dann seht ihr das. Vorne der Hase bewegt seinen Kopf rauf und runter. In der Mitte der Drache dreht sich und ganz hinten ist die Trommlerin, die sich ein wenig nach links und rechts bewegt. Jetzt ist eine Figur abgegangen. Jetzt stellen wir sie auch daher. Das wird von unten her einfach mit zusätzlichen Rädern gelöst, die mit Technikteilen dann umgelenkt werden auf diese jeweiligen Funktionen. Jeder Wagen kann natürlich auch für sich alleine genommen werden. Die sind einfach hier miteinander zusammengekoppelt und diese Kupplungsstücke, die dabei sind, kann man hier hinten einfach dann bei jedem einzelnen Wagen dran stecken. Dann fliegen sie auch nicht lose rum. Und jetzt können wir uns den Wagen mal alleine anschauen. Ihr seht es, wenn ich den schiebe, der ganze Körper vom Hasen geht rauf und runter.
Und jetzt kann man hier auch mal drunter schauen, wie das ausschaut. Da seht ihr diese mit Gummi drauf Räder. Das funktioniert also auch auf einem glatten Tisch wie dieser hier ziemlich gut. Ja, das ist die Funktion vom ersten Wagen. Die Funktion vom zweiten Wagen habt ihr schon gesehen. Der Drache hier oben drauf dreht sich einmal komplett rum. Da sind auch Lego-Boxen drauf, gebaut aus Einzelteilen. Da einmal in Gelb und einmal in Blau. Und da ist noch eine in Grün. Die Minifiguren, die sind da so positioniert, wie es auf der Verpackung gezeigt ist. Habe ich das einfach mal so angerichtet. Und auch hier ist wieder das Kupplungsteil, was ich auch wieder hier hinten verstauen kann. Auch hier wieder von unten diese Funktionsweise. Ich hoffe, man kann das sehen. Eigentlich ganz simpel gemacht. Und Wagen Nummer 3. Hier oben diese, ja, Stoff ist es nicht, diese Plastikelemente, die beweglich da drauf gesetzt worden sind. Ansonsten Aufkleber gibt es hier auch ein paar, wie hier zum Beispiel auf der Trommel sind Aufkleber drauf. Alles nicht so schlimm. Und theoretisch, wenn man jetzt das Set noch zweimal hätte oder man würde sich überlegen, man baut noch einen dritten Wagen. Auch für den dritten Wagen ist hinten noch dieses Verbindungskupplungsstück dabei. Also es sind nicht nur für die drei Wagen zwei Kupplungsstücke dabei, sondern drei. Sprich, wenn jetzt also jemand meint, er kauft sich das Set zweimal, kann diesen Paradewagen noch verlängern. Minifiguren werde ich jetzt nicht einzeln extra hoch in die Kamera halten. Da könnt ihr, glaube ich, auf der Brickset oder Bricklink-Seite euch die Figuren viel, viel besser anschauen. Da dürften in Kürze nämlich alle Fotos drauf sein. Ich weiß gar nicht, ob sie schon da sind, weil angekündigt worden ist das Set ja jetzt dann doch schon länger. Und auch auf der Lego-Shop-Seite ist es schon länger gelistet, weil erscheinen tut es ja am 25. Dezember, also knapp 2 Wochen hier vor Aufnahmezeitpunkt dieses Videos. Da muss ich auch Danke sagen an die Lego-Gruppe, die mir das Set fürs Review zur Verfügung gestellt hat, also beide. Nicht für diesen Kanal, sondern für meinen großen Hauptkanal Austrian Brick Fan. Allerdings darf ich dann natürlich auch hier ein Video machen, gar keine Frage. So, schauen wir uns noch mal kurz die zwei Verpackungen an. Hier ist die Box von dem Display-Set, also das kleinere. Gibt es nicht viel zum Schauen. Design üblich, wie sonst auch. Da unten steht Build Together. Warum und wieso, schauen wir jetzt gleich noch drauf. Und dann haben wir hier die Box von den größeren. Auch das eher so wieder Standardformat von größeren Lego-Sets. Rückseite. Da gibt es auch nicht viel zu sehen. Auch da steht wieder drauf Build Together. Und das liegt daran, dass da wieder nicht nur eine große Bauanleitung dabei ist, sondern mehrere. Im Fall des kleineren Display-Sets sind es 2 Bauanleitungen. Ihr seht es, einmal 4 nummerierte Tüten, einmal 5 nummerierte Tüten. Das heißt, das Set kann man locker mit 2 Mann bauen. Und das größere Set hat insgesamt 10 nummerierte Tüten und, wie nicht anders zu erwarten war, für jeden Wagen eine Anleitung. Das heißt, das kann man mit 3 Leuten gleichzeitig bauen. Blick in die Anleitung rein, können wir kurz machen. Gibt es nicht viel Besonderes zu sehen. Wie gesagt, hier wird unten diese Antriebstechnik gebaut. Und dann wird der Wagen drauf aufgebaut. Es sind in 9 von den 10 Tüten jeweils 2 Minifiguren drin. So kommen wir dann, wie gesagt, auf die Anzahl von 18 Stück. Der Unterbau bis auf den Innenbereich mit der Technik ist relativ ähnlich. Ab hier dann, wo es um den wirklichen Aufbau geht, unterscheiden sie sich dann teilweise allerdings doch recht deutlich. Ja, in welcher Anleitung ist die Teileliste drin? Da sehen wir nochmal, wie man den Zug zusammensteckt. Da ist teilweise ein bisschen Fummelarbeit gefragt. Also da muss man schauen, in welchen Wagen ich das zuerst reinstecke. Hier bei dem würde ich es definitiv in den reinstecken, weil da komme ich leichter an die Kupplung dran als bei dem. Generell kommt man sowieso von unten leichter an die Kupplung dran als von oben. Hier ist die Teileliste. 4 Seiten und das war's. Ja, viel mehr gibt es, glaube ich, nicht zu sagen. Wie vorher schon gesagt, ihr schreibt es mir wieder in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Euer Holger. Ciao.